Gaming-Journalismus Teil 2. Der ein oder andere hat vielleicht mein Video über Biomutant von Ende Mai 2021 gesehen, wo ich Folgendes gesagt habe. Normalerweise mache ich solche Videos hier nicht sehr häufig, aber wer weiß, vielleicht kommt ja in ein paar Wochen der nächste Aufreger und ich sitze hier wieder am PC. Und es ist mal wieder an der Zeit. Falls ihr das erste Video verpasst oder nicht mehr in Erinnerung habt, hier eine kleine Zusammenfassung. Im Mai letzten Jahres habe ich in einem Video-Essay über Biomutant und einen in meinen Augen unfairen Umgang mit dem Spiel von der Zeitschrift GameStar und vereinzelt anderen Journalisten gemacht. Darin habe ich unter anderem kritisiert, dass vor und nach Release absolut gegensätzliche Stimmen zu dem Spiel laut wurden und man scheinbar mehr an die eigene Quote als an einen respektvollen Umgang mit dem ziemlich kleinen Entwicklerteam gedacht hat. Wer alle Details wissen möchte, dem lege ich das Video sehr ans Herz, aber ich versuche alles so zu erklären, dass ihr hier kein Vorwissen benötigt. Nach der Veröffentlichung meines Videos hatte GameStar eigentlich einen relativ soliden Job bezüglich Biomutant gemacht. Hier und da sind ein paar Ungereimtheiten drin und irgendwie muss Biomutant an jedem Artikelbeginn immer den Stempel des Scheiterns aufgedrückt bekommen, selbst wenn es mal nichts mit dem Inhalt des Artikels zu tun hat oder es nur um eine News geht, die in meinen Augen immer neutral gehalten werden sollte. Aber es war jetzt nicht unfassbar katastrophal und es war zumindest besser als vorher. Am Ende des Tages muss man halt auch irgendwie Quote machen und auch wenn ich nicht mit der Art und Weise zufrieden bin, wie es gemacht wird, kann man den Leuten hier objektiv keinen großen Vorwurf machen. Sie standen halt zu ihrer Meinung und haben sich tatsächlich nicht verbiegen lassen. Nun, warum sie dann aber am 22. Juni doch wieder eine Werbeanzeige für das Spiel angezeigt haben, das auf einmal viel neutraler und positiver geframed wurde, das muss mir dann aber doch nochmal jemand erklären. Ich mache mein Problem damit mal beispielhaft an drei Einleitungen fest. Zwei davon sind unbezahlt, einer davon ist eine gekaufte Anzeige. Der erste Patch steht an, Entwickler geben viele Fixes. Zitat: Biomutant kommt nicht bei allen gut an. Das Action-Rollenspiel hat zwar viele Spieler mit seiner Open World für sich gewonnen, aber fast genauso viele sind nach dem Release schwer enttäuscht von belangloser Story und zu wenig Herausforderung. Hier wird zunächst das Positive in einem Halbsatz erwähnt und danach mit einem Aber direkt durch etwas Negatives relativiert. Der restliche Artikel liest sich zwar neutral, aber der Stempel ist am Anfang gesetzt, egal ob das vorsätzlich oder versehentlich war. Der zweite Artikel: Steam Charts, Open Worlds dominieren die Bestsellerliste fast komplett. Zitat: Auf Steam scheint das Action-Rollenspiel rund um ein mutiertes Fabelwesen bestens anzukommen. Im internationalen Wertungsspiegel sorgte Biomutant für ein eher durchwachsenes Echo bei den Kritikern. Hier wieder etwas Positives genommen, um es direkt mit etwas Negativem danach in Relation zu setzen, etwas, was ich auch bei der Review bereits in Hülle und Fülle kritisiert habe. Des Weiteren heißt es, Zitat: Auch wir sind zwar von den spielerischen Ansätzen angetan, vermissen jedoch in vielen Punkten die letzte Konsequenz. Das ist basically ein Recap von der Review und ist in Ordnung. Dann geht es weiter mit: Auch auf Steam zeigen sich viele Spieler nur mäßig begeistert. Aber ich dachte, es scheint bestens anzukommen. Ich weiß, dass hier oben von einem Schein die Rede ist und unten von einer Review-Analyse, aber die Konnotationen widersprechen sich schon ein bisschen. Vor allem mit dieser Bildunterschrift, die auch noch sagt: Zumindest auf Steam scheint Biomutant bei vielen Spielern sehr gut anzukommen. Innerhalb von ein paar Sekunden haben wir also: Es scheint gut anzukommen, es scheint bestens anzukommen, international scheint es nicht gut anzukommen und bei den Spielern ist man auch nur mäßig begeistert. Was jetzt? Naja, aber wie dem auch sei, darum sollte es ja gar nicht gehen. Kommen wir nun zum gesponserten Artikel und der liest sich wie folgt. Zitat: Biomutant ist ein durchaus einzigartiges Open-World-Spiel, das, ja, da ist in der ersten Zeile vom Artikel ein Flüchtigkeitsfehler, sich nicht zwangsläufig für jeden eignet. Gleichzeitig kann es dadurch für eine bestimmte Gruppe von Spielern viel interessanter sein. Auf einmal ist es genau andersrum als in allen anderen Artikeln. Hier wird negativ eingestiegen und mit was Positivem relativiert. Das ist fast so, als wäre GameStar bezahlt worden, um diesen Artikel einzustellen. Wir empfehlen euch Biomutant, wenn ihr offene Welten mögt. Die Landschaften sind nicht nur schön gestaltet, sondern sehen mit ihren knalligen Farben auch alles andere als trist aus. Damit liefert das Spiel ein spannendes postapokalyptisches Setting. Wie klang das denn nochmal in der Review zum Spiel? Die Städte und Dörfer sind allesamt unheimlich trist. Alles andere als trist? Unheimlich trist. Einfach nur leer. Und bevor wir hier Haarspalterei betreiben, mir ist komplett bewusst, dass es in der Review um Dörfer geht und in dem Artikel um Landschaften,
aber wer die Review gesehen hat, der weiß, dass auch über die gesamte Open World basically das gleiche sinngemäß gesagt wird. Also weiter im Text. Ha? Das ist ja fast so, als würdet ihr gegensätzliche Informationen unter eurem Branding veröffentlichen, wenn ihr Geld dafür bekommt. Aber naja, lesen wir mal weiter. Wir empfehlen euch Biomutant außerdem, wenn ihr ein ungewöhnliches Rollenspiel wollt. Biomutant trumpft mit einer Reihe an spaßigen Skills und Kombos sowie einem außergewöhnlichen Charakter-Editor auf. Aber wie klang das denn nochmal in der Review zum Spiel? Das ist eine ziemlich originelle Idee und macht Hoffnung auf ein komplexes Charaktersystem, aber hier wartet schon die erste Enttäuschung. Neben der Tierart wählen wir auch eine von 5 Klassen. Die sind leider ziemlich irrelevant, denn sie legen nur ihre Startausrüstung und eine Fähigkeit fest. Klar, das macht Biomutant zugänglicher und lässt Raum, sich noch umzuentscheiden. Für Rollenspieler bedeutet das aber weniger Spieltiefe. Das ist ja fast so, als würde ich mich gerade total wiederholen. Was ist das? Und auch Punkt 3 läuft genauso ab. Wenn ihr Fan einzigartiger Erzählungen seid, ist das Spiel etwas für euch, da der Erzähler alles kommentiert und ihr euch so fühlen könnt, als ob er gerade eure ganz persönliche Geschichte wiedergibt. Interessante Veröffentlichung von einer Zeitschrift, die den Erzähler selbst auf der niedrigsten und stillsten Stufe tot kritisiert hat. Apropos Erzähler, es wurde auch darüber berichtet, dass mit einem Patch der Erzähler zum Schweigen gebracht werden kann. Darauf wurde in der Review aber nicht mehr nachträglich hingewiesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn der Patch dafür reicht, eine Headline eines eigenen Artikels zu schmücken, dann kann man das doch auch in der Review kurz mal nachtragen, oder? Das kostet 30 Sekunden. Jedenfalls habe ich mir diesen Artikel über den Patch mal so durchgelesen und am Ende gesehen, huch, es gibt eine Seite 2. Okay, mal sehen, ob es hier noch mehr Informationen Oh, es sind nur die englischen Patchnotes copy-pasted. Das ist interessant, denn für diese neue Seite lade ich nochmal neue Werbung rein, die euch Geld einbringt. Einfach nur dafür, dass ihr Patchnotes rauskopiert habt auf Englisch. Okay. Naja, egal. Jede Nachrichtenseite bietet ja auch die Möglichkeit an, alles auf einer Seite anzuzeigen. Weiter mit GameStar Plus? Ich weiß, dass es üblich bei euren Publikationen ist, sowas hinter eine Paywall zu packen. GamePro macht es ja genauso, aber hier geht es buchstäblich um herauskopierte Patchnotes. Das ist weniger Arbeit, als es gewesen wäre, den Patch in eurer Review nachzutragen. Also, ihr wollt Geld dafür sehen, dass ich mir die Patchnotes durchlese, die ihr in euren Artikel auf eine Zusatzseite kopiert habt, um mir nochmal horrend viele Werbeanzeigen ins Gesicht zu klatschen. Was? Aber egal, ich schweife schon wieder ab. Kommen wir mal zurück zur Diskrepanz zwischen Anzeige und Review. Die Ausreden werden die gleichen sein. Schon damals, als solche Kritik zu einem gesponserten Stream kam, kamen die Begründungen, wir sind nicht gleichgeschaltet und einen Stream kann man kaufen, eine Review nicht. Brechen wir die beiden Argumente mal runter. Niemand behauptet, dass ihr gleichgeschaltet sein sollt. Aber ihr müsst auch damit zurechtkommen, dass man euch als eine Zeitschrift sieht, da alles auf einem Kanal veröffentlicht wird und alles auf der gleichen Seite landet. Auf eurer Website sind in einer Auflistung aller Biomutant-Artikel keine Differenzierungen in verschiedene Typen ersichtlich. News, Reviews, Meinungen, Guides, Tests, das verschwimmt hier alles miteinander. Ihr habt dafür global separate Rubriken, aber nicht, wenn man die Biomutant-Artikel durchliest oder generell die Artikel irgendeines spezifischen Spiels. Man kann auf die einzelnen Reiter klicken, aber das ist auch alles. Ihr müsst nicht gleichgeschaltet sein, aber es ist trotzdem irgendwie scummy, vor Release ausschließlich die eine Meinung zu predigen und nach Release plötzlich nur noch zu stänkern und immer negative Zwischenrufe in den eigenen Artikeln zu verstecken. Das ist billig, egal ob das von einem, 10 oder 1000 Journalisten in der gleichen Zeitung passiert. Jede andere Zeitschrift wird für so gegensätzliche Inhalte kritisiert, also warum nicht auch ihr? Das ist ein total billiges Argument und zieht jetzt genauso wenig wie damals. Aber dann das Argument, einen Stream kann man kaufen, eine Review nicht. Wisst ihr, was man aber auch machen kann? Einen solchen Kauf einfach ablehnen. Wartet mal, mein Vergangenheits-Ich erklärt euch das einfach mal. Ja, es ist Werbung, aber GameStar kann selbst entscheiden, was sie annehmen und ausstrahlen. Wenn sie das Spiel nicht mögen würden und es für Geld besser darstellen würden, als es ist, sind sie für mich als Gaming-Journalisten absolut unseriös. Ihr seid nicht gezwungen, diese Anzeige hier angenommen und ausgestrahlt zu haben. Ihr habt also wissentlich Geld für etwas angenommen, was im Gegensatz zu einer Menge eurer Artikel steht. Und das ist für mich ein Garant, dass ich euch bei keiner Anzeige mehr vertrauen werde. Wenn ein YouTuber die ganze Zeit über Raid Shadow Legends herzieht und dann ein paar Wochen später ein gesponsertes Raid Shadow Legends Video hochlädt, wo er das Spiel spielt und lobt, wird er zu Recht totgehatet. Aber wenn ihr Biomutant ständig auseinandernehmt, nur um dann das Geld einzustecken, um das ach so gescheiterte Spiel lobend zu bewerben, dann ist das gängige Praxis und wird weggezwinkert? Das sehe ich ganz anders. Für mich ist das ein Zeichen fehlender Integrität. Aber
vielleicht hättet ihr sowas auch nicht nötig, wenn ich mir GameStar Plus gekauft hätte, um die Patchnotes ohne Werbung zu lesen. Also, was soll ich sagen? Das wirkt bisher alles ziemlich schräg. Nach dieser Anzeige habt ihr das Spiel jedoch immerhin ruhen lassen. Aber genau wie beim letzten Mal möchte ich diesmal auch einen Blick auf GamePro werfen und diesmal einen etwas genaueren. Die sind in meinem ersten Video fast noch schlechter weggekommen, weil deren Review nicht nur teilweise inhaltlich daneben, sondern auch noch offen respektlos und arrogant war. Genauso wie ich mir eben eine objektive Spielebewertung wünschen würde. Und um hier direkt dem offensichtlichen Punkt aus dem Weg zu gehen. GameStar und GamePro sind nicht ein und dasselbe und das behaupte ich auch nicht. Aber ich möchte hier kurz etwas aufbringen, damit keine Verwirrung herrscht, wenn ich später GameStar und GamePro miteinander vergleiche oder in ein Verhältnis zueinander stelle. Wenn wir auf GameStar nach Biomutant suchen, finden wir im Plus-Bereich einen Bezahlartikel mit 11 Tipps vor. Nun ist es so, dass wenn man auf einen ganz normalen Artikel klickt, man eigentlich immer auf einer weiteren GameStar-Seite landet. Bei diesem spezifischen Bezahlartikel jedoch landet man bei GamePro, wo man dann mit einem GameStar Plus-Abo den Artikel lesen kann. Aber nicht jeder Plus-Artikel von GameStar führt auf GamePro, dieser hier führt wieder auf GameStar. Wie man das auseinanderhalten soll? Keine Ahnung, vielleicht daran, dass hier blauer Text ist und hier nicht? Ansonsten werden eigentlich nie GamePro-Artikel bei GameStar angezeigt. Durchsuchen wir jedoch GamePro nach Biomutant, werden uns zwischen den GamePro-Artikeln auch die GameStar-Artikel angezeigt. Dann gibt es auf GamePro diesen nicht auf GameStar verfügbaren bzw. angezeigten Artikel mit 8 Tipps, die sie gerne früher gewusst hätten, was man nicht verwechseln sollte mit dem Bezahlartikel über die 11 Tipps, die man gerne gewusst hätte, die über GameStar auf GamePro mit einem GameStar-Abo zu lesen sind, aber bitte auch nicht verwechseln mit der gesponserten Anzeige, die euch auf GamePro und nicht auf GameStar auch 8 Dinge, die ihr vor dem Start wissen solltet, nennt. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrt, denn dieser Kommentarschreiber ist es schon ein bisschen und das kann ich gar nicht nachvollziehen. Er sagt zu dem nicht gesponserten GamePro 8 Tipps Artikel, auf der GameStar gibt's quasi den gleichen Artikel von einem anderen Autor, 11 Dinge, wo sogar betont wird, dass die Klassen komplett egal sind. Was schon komisch ist, weil der Artikel wird ja auf GameStar nur angezeigt und verweist auf GamePro, aber egal. Und jetzt kommt die Antwort von Dennis Michel. Du bist hier aber nicht auf GameStar, sondern auf GamePro. Lustigerweise ist der Artikel, den der Kommentarschreiber meint, aber halt nicht auf GameStar. Er ist sehr wohl auf GamePro mit eurer URL und eurem Branding. Und nein, den Artikel gibt es gar nicht erst auf GameStar, auch wenn er ausnahmsweise auf GameStar angezeigt wird. Das geht völlig ins Leere. Weiter geht es mit: Das Testvideo stammt von Geraldine, der GameStar-Testerin, und natürlich gibt es auch zwischen zwei Tests kleine Unterschiede. Erstmal, ich bin empfindlich, wenn man Namen der eigenen Kollegen falsch schreibt. Geraldine mit Accent aigu bitte. Danke. Zweitens, warum wird hier über die Tests geredet, wenn es um die Tipps-Artikel geht? Das hat absolut nichts miteinander zu tun. Der Artikel mit den 11 Dingen ist hinter einer Paywall und ich habe ihn daher nicht gelesen. Aber da die Antwort von Dennis impliziert, dass der Kommentar darüber inhaltlich korrekt ist, vertraue ich dem Schreiber hier einfach mal. Also der Konter ist inhaltlich an buchstäblich keiner Stelle korrekt. Dann folgt eine ausführlichere Antwort des gleichen Kommentarschreibers, die sich sogar noch zusätzlich auf das Testvideo bezieht, obwohl das ja einfach nur ohne Kontext in die Konversation gezogen wurde und es eigentlich um etwas anderes geht. Ich lese den jetzt nicht in Gänze vor, ihr könnt hier kurz pausieren und euch das durchlesen, aber hier wird viel Richtiges gesagt, meiner Meinung nach. Der Abschluss dieses Kommentars ist: Ich finde gegensätzliche Aussagen über objektive Dinge in einem Spiel komisch. Das wirst du nachvollziehen können. Das ist das Fazit des gesamten Textes darüber. Das bedeutet, wenn man dieser Aussage zustimmt, stimmt man implizit allem darüber zu. Nun, wie wird jetzt darauf geantwortet? Kann ich nachvollziehen, ist unglücklich. Sorry für die Verwirrung. What? Und warum macht ihr es dann so und ändert es bis heute nicht? Aber apropos Dennis Michel, den kennen wir doch von der Review des Spiels bei GamePro, die so süffisant geschrieben war wie kaum eine andere Review, die ich jemals über etwas gelesen habe. Ihr wisst schon, Biotonne und so. Aber wo finden wir denn den Dennis Michel nochmal wieder?
in den Enttäuschungen des Jahres die GamePro Flops 2021. Und was ist im groß angezeigten Vorschaubild? Biomutant. Ich werde mal kurz kleinlich. Biomutant wird hier von zwei der Personen erwähnt, einmal hauptsächlich und einmal nebensächlich. The Last of Us 2 wird von einer Person erwähnt und eFootball auch von zwei Personen. Die GTA Trilogy wird von vier Leuten erwähnt, nicht immer hauptsächlich, aber deutlich prominenter als alle anderen Spiele. Gut, bei Dennis schleicht sich natürlich der Biomutant-Hass in den Satz herein, aber jetzt muss ich mir doch eine Frage stellen. Wenn die GTA Trilogy so universell als schlecht aufgezählt wird wie kein anderes Spiel. Wieso schafft es das nur einmal kritisierte The Last of Us 2 auf das Vorschaubild? Und hier richtet sich die Kritik auch noch primär an den Multiplayer. Und wieso ist Biomutant schon wieder dick zentriert zu sehen? Warum wird mit keinem Wort erwähnt, dass das Spiel sich verbessert hat? Über Patches, über Updates, über sonstige Dinge, die der Entwickler adressiert hat? Warum wird es direkt zu Beginn, im allerersten Absatz des Artikels, als das schlechteste Spiel, das je jemand gespielt hat und der Reinfall des Jahres noch vor der GTA-Trilogie in den Boden gerammt? Und warum darf jemand, der so halbherzig auf Kritik eingeht und so desolat und plakativ seine Meinung in objektive Analysen einbringen muss, eine in Anführungsstrichen objektive Review schreiben? Das Spiel wurde gepatcht und verbessert und dem Spiel wird danach keine Chance gegeben. Im Gegenteil, es wird weiter darauf rumgetrampelt und man lernt aus der Kritik gar nicht, selbst wenn man ihr 1:1 zustimmt. Wenn es eine Sache gibt, die man den Redaktionen hier nicht vorwerfen kann, dann ist es, dass sie auch nach viel Backlash immer noch zu ihrer Meinung stehen. Das Problem ist auch nicht unbedingt, dass sie diese Meinung haben, sondern wie sie nach außen tragen, wie auf entsprechende Kritik reagiert wird und was als objektiv und subjektiv gekennzeichnet oder nicht gekennzeichnet ist. Es ist weiterhin an allen Ecken ersichtlich, dass das Geld angenommen wird, wenn es reinkommt, selbst wenn es gegen die eigenen Prinzipien spricht. Dass selbst nach massivem Community-Backlash auf die Video- und Textrezension immer noch nach dem gleichen Muster verfahren wird, auch Monate später, selbst wenn das Thema bereits aus dem Gespräch ist. Es wird weiterhin ersichtlich, dass man lieber hochtrabende und sensationsfördernde Worte wählt, anstatt einen objektiven Blick auf die Dinge zu werfen. Ich habe versucht, GameStar und somit indirekt auch GamePro, da sie den Kram ja auf ihrer Seite mitbewerben, eine zweite Chance zu geben, nachdem sie über die ersten paar Patches berichtet haben, denn das war noch voll in Ordnung. Bei GameStar bin ich jetzt nach diesem zweiten Blick bestenfalls immer noch skeptisch und bei GamePro bin ich nach diesem zweiten Blick bestenfalls gnadenlos enttäuscht. Und wenn ich eine Sache mitgenommen habe, dann, dass ich die beiden Publikationen in Zukunft so gut ich kann meiden werde. Es sei denn, Experiment 101 bringt ein neues Spiel heraus. An dieser Stelle möchte ich übrigens noch einmal eine Honorable Mention an Game 2 loswerden. Die haben ein Video gemacht, in dem sie über die schlechtesten Spiele von 2021 geredet haben und Biomutant kam darin vor. Ich werde das jetzt nicht kleinlich auseinandernehmen, weil es hat genau die Probleme, die GameStar und GamePro hatte, aber mit dem netten Zusatz, dass sie alle Patches und Updates, die für das Spiel rauskamen, einfach unter den Tisch kehren und so tun, als hätte es die nie gegeben. Also zum krönenden Abschluss gibt es zudem noch einen nervigen und allgegenwärtigen Erzähler. Statt hilfreiche und nützliche Informationen an uns weiterzugeben, kommentiert er immer nur das Offensichtliche und plappert ständig irgendwelche weisen Worte vor sich her. Ihr wisst aber schon, dass der Erzähler Teil eines großen Patches war, oder? Biomutant ist, glaube ich, so für mich das beste Beispiel, in welche Richtung Gaming-Journalismus gegangen ist und es ist absolut traurig. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft mehr Blicke auf solche Gaming-Journalisten werfen, denn ich finde, das ist ein Thema, das sich eigentlich lohnt anzuschauen und wo ich es sehr schade finde, dass das alles irgendwie gegen die Wand gefahren zu werden scheint von den Großen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns in einem folgenden Video wieder, das wieder so ähnlich wie das hier sein wird, aber keine Sorge, ich werde euch nicht wieder mit Biomutant nerven. In dem Sinne, haut da rein, lasst nichts anbrennen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!